aber auch über die Oberfläche selbst angelegt. Dafür gehen wir nochmal in unseren hier in unserer Oberfläche zurück. Und hier oben rechts in der Software gibt es in Jira den Knopf Vorgang erstellen. Das ist meines Erachtens der wichtigste Knopf in der ganzen Software. Den werden Sie ganz häufig drücken, wenn Sie die Software tatsächlich benutzen sollten. Wenn Sie dann draufdrücken, wird gefragt, welches Projekt und was für ein Vorgangstyp soll denn gewählt werden. Ich hatte ja jetzt gerade einen Consulting-Vorgang angesehen, deshalb schlägt er mir jetzt schon vor, hat er sich also gemerkt. Consulting, ich will aber jetzt hier 20 Feet angeben und eine Aufgabe anlegen. Klicke dann auf Erstellen. Und auf diese Weise kommt jetzt hier ein Screen, bei dem ich Vorgänge in dem System oder Aufgaben, die erledigt werden sollen, erstellen kann. Die ganzen Masken, die man hier jetzt sieht, sind komplett individualisierbar. Wir haben die jetzt relativ komplex gemacht, allerdings lässt sich das sehr einfach bearbeiten. Ich kann nämlich hier, sehe hier anhand von diesem Sternchen und der kursiven Darstellung, dass das Feld erforderlich ist und kann jetzt hier nochmal sagen, hallo, da, Aufgabe bearbeiten, bitte. Also gebe jetzt irgendeinen sinnlosen Aufgabentitel ein und das ist, wenn wir hier genau durchschauen, es ist das einzige Feld, das überhaupt von Relevanz ist und also ein Pflichtfeld ist. Also relevant sind die anderen auch, aber das einzige Pflichtfeld, wenn ich jetzt hier auf Create drücke, ist der Vorgang schon angelegt. Ich mache das einfach nochmal und lege noch einen Vorgang an. Hier hat er sich jetzt schon gemerkt, mein Projekt ist 20 Feet, mein Vorgangstyp ist Aufgabe. Klicke wieder auf Erstellen, sage hier Testaufgabe 2 und drücke nochmal auf Create. Also das geht hier recht schnell. Und man sieht auch, dass die Software sehr fix und responsive ist. Also man kann damit tatsächlich wirklich auch schnell arbeiten. Wir legen jetzt nochmal einen neuen Vorgang an in unserer Testaufgabe 3. Und dann erkläre ich nochmal die anderen Felder, die wir jetzt hier hinterlegt haben. Wie gesagt, alles, was Sie jetzt hier an zusätzlichen Feldern sehen, ist frei konfigurierbar. Da sollte man sich Gedanken drüber machen, was brauche ich denn tatsächlich? Und dann in die entsprechenden Felder wählen. Hier gibt es jetzt noch eine Beschreibung. Wir haben einen kleinstmöglichen nächsten Arbeitsschritt, eine Schätzung. Ich schreibe jetzt auch mal 5 Stunden rein. Dauert es, um diese Testaufgabe 3 zu erledigen? Einen Bearbeiter, da weise ich jetzt einfach mal mich selber zu. Ist das ein Zusatzaufwand? Das ist eigentlich nur für externe Projekte, die zum Beispiel nach Festpreis abgerechnet werden, wichtig. Dann kann man sagen, ja, das ist ein Zusatzaufwand. Gibt es ein Fälligkeitsdatum? Also haben wir dem Kunden einen Termin versprochen, zu dem das erledigt werden muss. Diese Fälligkeitsdaten werden später auch in einer Kalenderansicht dann dargestellt. Wir haben hier ein Prioritätsfeld, wo ich sagen kann, ob das ein sehr wichtiges oder ein weniger wichtiges eine weniger wichtige Aufgabe ist. Dann haben wir bestimmte Komponenten, APIs, Backend-Aufgaben, Frontend-Aufgaben und so weiter, denen ich das entsprechend zuweisen kann. Und es gibt eine Lösungsversion. Das mache ich jetzt hier einfach mal auf Pre-Launch Release. Deploy-Alert ist jetzt nicht so wichtig, aber man sieht ja auch, dass man die einzelnen Felder kann man hier auch beschreiben, damit jeder weiß, was eigentlich mit so einem Feld gemeint ist. Ich werde jetzt trotzdem nicht erklären, was Deploy-Alert ist. Leg einfach diese Aufgabe an. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz. Also sind ja erstmal die zwei zentralen Möglichkeiten, um einen Vorgang anzulegen per E-Mail und über die Softwareoberfläche selbst. Wir werden auch später noch sehen, dass es viele andere Möglichkeiten innerhalb von Jira noch gibt, auf Abkürzungen und kurzen Wegen Aufgaben anzulegen. Grundsätzlich sind das aber die zentralen Elemente. Ich komme jetzt hier auf eine Detailansicht, in der ich darstellen kann, was zu dieser Aufgabe alles für Informationen gehören. Da steht der Bearbeiter, der Autor, das bin jetzt beides natürlich ich, die Anzahl der Stimmen von Mitarbeitern. Ich kann jetzt selber nicht dafür stimmen, weil ich ihn angelegt habe, aber andere Mitarbeiter können sagen, ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die muss unbedingt erledigt werden. Ich kann mich selber als Beobachter eintragen und kriege dann immer E-Mails oder andere Benachrichtigungen, RSS-Feeds, wenn sich etwas an dieser Aufgabe ändert. Hier sehe ich noch, wann es erstellt und zuletzt aktualisiert wurde.
Hier gibt es weitere allgemeine Informationen, die ich schon erklärt habe, die hier dargestellt werden. Auch die separaten von mir selber hinzugefügten Felder werden hier direkt mit angezeigt. Ich habe jetzt keinen Beschreibungstext eingegeben, das kann ich ja nochmal machen. Dann können wir sehen, dass also auch wirklich nur die Felder angezeigt werden, die auch gefüllt sind. Im Body. Und sobald ich dann da drauf drücke, wird auch dieses Feldelement in Jira erscheinen. So, jetzt haben wir hier die Beschreibung auch noch mit dabei. Aktivitäten, Anhänge und so weiter werden hier dargestellt. Hier auf der rechten Seite habe ich dann noch die Zeitverfolgung. Da kann ich hier mal auf das Plus drauf drücken und kann dann theoretisch sagen, ich habe jetzt hier schon mal 30 Minuten dran gearbeitet. Passt mal meine Restzeitschätzung automatisch an. Oder ich stelle das jetzt mal ein auf, ich brauchte jetzt doch noch 6 Stunden. Werden wir später noch sehen, warum das relevant ist. Und sage jetzt mit dem Arbeiten begonnen. Sagen, was ich da gemacht habe. Genau dieser Prozess wird bei uns immer dann also gut, bei uns im Unternehmen wird er regelmäßig über unseren Time-Tracker durchgeführt. Wir empfehlen unseren Kunden, das immer vor Release-Meetings und Projektbesprechungen durchzuführen, damit in der Projektbesprechung einfach ein aktueller Stand auch der geleisteten Arbeiten und der Status besteht. Diese 30 Minuten sind jetzt hier unter protokolliert auch schon dargestellt. Ich sehe meine ursprüngliche Schätzung und sehe auch, dass die verbleibende Zeit, die geschätzt wurde, jetzt höher ist als vorher. Also ursprünglich hatte ich ja nur 5 Stunden geschätzt und habe jetzt als verbleibende Zeit nochmal 6 Stunden eingegeben, sodass es insgesamt 6,5 sind und sehe dann hier, dass also sozusagen sich die Aufgabe entsprechend verlängert hat. Diese Ansicht ist schon mal ganz hilfreich für einzelne Aufgaben. Ich kann für jedes Element auch noch Unteraufgaben anlegen. Das funktioniert genauso wie die Aufgaben, die wir gerade eben angelegt haben. Und kann dann auch die Zeitverfolgung für die Unteraufgaben mit auf diese Art und Weise hier aggregieren. Ja, das ist der ist die Detailansicht von einem Issue. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, was ich hier machen kann. Ich kann den bearbeiten, in einen Benutzer zuweisen, Kommentare hinterlegen. Sieht gut aus. So, füge den dann einfach hinzu. Kann ganz viele weitere Aktionen durchführen und kann auch den Workflow dann hier entsprechend weiter vorantreiben. So viel zum Vorgang Anlegen und der Vorgangsdetailansicht. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man einen Vorgang wiederfinden kann. Das würde ich jetzt ganz gerne mal in der Testinstanz machen. Da gibt es hier die Möglichkeit, Vorgänge zu suchen. Dann kann ich hier bestimmte Projekte auswählen. Sagen wir jetzt mal Gartentechnik kommen und kann mir die einfach mal anzeigen lassen und gucken, ob da welche drin sind. Ja, da sind jetzt 3600 Vorgänge enthalten. Das passiert ganz schnell. In großen Projekten gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Aufgaben, die nicht alle erledigt werden können. Und dafür bietet mir dieser Vorgangsnavigator jetzt noch sehr viele Möglichkeiten, das einzuschränken. Ich könnte zum Beispiel sagen, zeig mir mal nur die Aufgaben an, bei denen der aktuelle Benutzer, also ich, der Bearbeiter ist. Und reduziere das dann entsprechend. Und dann habe ich auf einmal nur noch 48 Aufgaben. Ja, das sind jetzt welche aktiv, Testphase abgebrochen. Den Status sieht man jetzt hier. Welche Spalten da angezeigt werden, kann man auch selber definieren. Das machen wir jetzt hier aber nicht. Ich will jetzt hier mal nur die Sachen sehen, die aktiv oder gerade in Bearbeitung sind. Und drücke jetzt wieder hier auf Anzeigen. Und sehe dann, ah, das ist jetzt nur noch eine Aufgabe. Also auf diese Weise kann ich mit Hilfe dieses Vorgangsnavigators sehr schön die Masse an Informationen, die in einem solchen Aufgabenmanagementsystem liegt, auf ein von mir gewünschtes Maß und auf eine von mir gewünschte Relevanz filtern und reduzieren. Und diese Filter lassen sich dann auch abonnieren. Das heißt, Sie können hingehen und können sagen, kann ich ja nochmal zeigen hier. Ich kann den Vorgang jetzt hier, also den Filter speichern und kann sagen, Klick, dann sage ich hier meine aktuellen Aufgaben in Jira, nämlich in
für Gartentechnik.com, das ist ein anderes Tochtergesellschaftsunternehmen für uns. Klick hier auf Speichern. Jetzt ist der